Sportwettenprognose, Klammer auf morgen Mittwoch, 11.30 Uhr, Klammer zu, in Hongkong und Toulouse, Autor D. Seltzer McKenzie, YouTube, die Prognose, die ich gestern angekündigt und heute Morgen durchgeführt habe, hat uns beim Melbourne Cup in Australia heute Morgen genau 2,4 Millionen Euro Gewinn gebracht. So ein Ergebnis bekommt man nur selten. Es zeigt, wie zuverlässig das Higgs-Boson ist, eine Technik, die es in sich hat, und nicht umsonst hat der Erfinder Peter Higgs dafür den Nobelpreis bekommen. Nur noch zur Klarheit, das Higgs-Boson, sobald ist es erschienen, löst sich sofort wieder ins Nichts auf. Das ist aber bei den Wetten egal, sobald wir ins Ziel gelaufen sind, wissen wir, dass wir da sind und das wird gewettet. Dass sich alles ins Nichts auflöst, ist uns ja eigentlich egal. Daran müssen Sie denken, wenn Sie mit der Higgs-Theorie arbeiten. Nun morgen am Mittwoch, dem 2.11.2022, gehen wir nach Hongkong, Klammer auf, vorausgesetzt die TV-Verbindung klappt, nach China, Klammer zu, und nach Toulouse in France. So ein glücklicher Tag wie heute, wo wir beim australischen Melbourne Q 2,5 Millionen Euro Gewinn machen konnten, wird es aber wohl so schnell nicht wieder geben. Also, morgen am Mittwoch Prognose im Livestream ab 11.30 Uhr.